Ich begrüße Sie zur Lesung von Thomas Sautner. Mein Name ist Barbara Geier, ich bin Künstlerin, Kunstvermittlerin und Literaturliebhaberin. Thomas Sautner liest aus seinem 2006 erschienenen Roman Fuchserde, der die Geschichte der fahrenden Minderheiten der Jenischen beleuchtet und gibt einen kurzen Einblick in seinen am 22. Februar erscheinenden neuen Roman Die Erfindung der Welt. Thomas Sautner wuchs im niederösterreichischen Waldviertel nahe der tschechischen Grenze auf und arbeitete nach seinem Studium der Politikwissenschaften und der Zeitgeschichte in Wien als Journalist. Er ist Schriftsteller und Essayist. Neben zahlreichen Erzählungen erschienen von ihm unter anderem die Romane Fuchserde, Fremdes Land, Die Älteste, Das Mädchen an der Grenze, Großmutters Haus und aktuell ab diesem Februar Die Erfindung der Welt. Thomas Sautners Werke sind im Picus Verlag Wien und im Aufbau Verlag Berlin erhältlich. Nun zu Fuchserde und die anschließende Lesung von Thomas Sautner dazu. Schon seit ihrer Kindheit ist Frieda der charismatische Mittelpunkt einer großen Familie. Angstlos nach dem frühen Tod ihrer Mutter sorgt sie mit ihrer ungezähmten Art für Kopfschütteln bei den Bewohnern des kleinen Dorfes, in dem sie lebt. Kein Mann ist ihr recht und keiner kann ihr widerstehen. Frieda ist eine Jenische, Angehörige eines beinahe in Vergessenheit geratenen fahrenden Volkes. Über Generationen hinweg haben ihre Vorfahren schon im Biberling, den kalten Monaten, ihre einfachen Hütten bewohnt und im Hitzling, in dem die Sonne zunehmend an Kraft gewinnt, sind sie wieder mit ihren Pferdewagen losgezogen. Es ist ein rau-romantisches Leben, das Frieda und die ihren führen, mit dem Sternenhimmel als Dach, geheimnisvollen Geschichten am Feuerplatz und einer Sprache, die den sesshaften Rätseln aufgibt. Ihren Lebensunterhalt verdienen die Fahrenden noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Besenbinder, Pfannenflicker, Wahrsagerinnen und Kräuterfrauen. Sie fühlen sich frei wie der Wind. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten aber setzt eine dramatische Zäsur im Leben der Familie, die versucht, der Vernichtung zu entrinnen. Mit Hilfe uralten Wissens, schier waghalsigem Humor und unbändiger Kraft. Thomas Sautner erzählt die Geschichte zweier Familien, deren Schicksale durch die Liebe ihrer Kinder untrennbar verknüpft werden und deren Alltag vom tiefen Verstehen der Natur geprägt ist, von wunderbaren Weisheiten und vom Leben mit den Jahreszeiten. Das nördliche Waldviertel, mystisch schön mit seinen ausgedehnten Wäldern, dunklen Teichen, tiefen Mooren und den Jahrmillionen alten Restlingen aus Granit, ist dabei mehr als bloß der Schauplatz einer großen Familiengeschichte. Ich wünsche Ihnen ein intensives Zuhören und vielleicht gibt uns Thomas Sautner nach seiner Lesung aus Fuchserde noch einen kurzen Einblick in seinen neu erschienenen Roman Die Erfindung der Welt, der am 22. Februar im Picus Verlag erscheinen wird. Liebe Grüße nach Liechtenstein aus Österreich. Ich lese euch heute aus meinem Debütroman Fuchserde vor. Die Lesung wird etwa eine halbe Stunde dauern und ich beginne den Roman ganz vorne zu lesen und hoffe, euch Lust zu machen, selbst zum Buch zu greifen. Als Franz Jandrasitz bereits bis zum Hals im Moor versunken war, kroch der Frühnebel aus dem Wald. Feucht und behutsam wälzte sich der üppige Dunst über die taunasse Wiese,
schluckte das Schilfgras am Übergang zum Moor und verschlang schließlich sehr sorgfältig die gesamte Lichtung. Und das Moor verschlang Franz Jandrasitz. Seine Kräfte hatten ihn vor Sonnenaufgang verlassen, waren mit jeder verzweifelten Ruderbewegung aus seinem aufgeweichten Körper entschwunden. Seine Schreie, anfangs hysterisch und kreischend, wurden von Stunde zu Stunde leiser. Seine Stimme kippte immer öfter. Am Schluss krächzte er nur noch, jammerte leise vor sich hin und weinte. Er weinte nicht seinetwegen. Er dachte an seine beiden Kinder und an seine junge Frau, die am anderen Ende des Waldes auf ihn wartete, die verzweifelt sein musste und es nun vielleicht ein Leben lang bleiben würde. Seinetwegen. Warum war er nur so töricht und unersättlich gewesen? Wieso nur hatte er sich nicht zufrieden gegeben mit dem Flecken Land, den der Graf zur Urbarmachung für ihn und seinesgleichen vorgesehen hatte? Die anderen Strafgefangenen hatten nichts vom Verschwinden Franz Jandrasitz bemerkt. Und hätte seine Frau die müden Männer nicht an den Haaren gerissen, sie gekratzt und gebissen, um sie dazu zu bewegen, ihr bei der Suche zu helfen, wären die Hände des Franz Jandrasitz wohl noch lange unbemerkt aus dem Moor geragt. Der starke Regen hatte sie reingewaschen vom Moorschlamm, hatte auch den letzten Schmutz aus den tief zerfurchten Pranken gespült, und so sahen die gen Himmel gestreckten Handflächen von der Ferne aus wie zwei weiße Porzellanteller, die jemand an der feuchten Oberfläche des Moors abgestellt hatte. Die blütenweißen Handflächen inmitten des sumpfigen Morasts waren es auch, die die Männer glauben ließen, Franz Jandrasitz sei nicht qualvoll und stundenlang um sein Leben kämpfend im Moor versunken, sondern mit einem einzigen gewaltigen Ruck vom Moorgeist nach unten gezogen worden. Bestätigung fanden die Männer, als die Hände des Franz Jandrasitz nicht etwa langsam dem übrigen Körper ins Moor folgten, sondern plötzlich und begleitet von einem dumpfen Gurgeln sowie dem Aufsteigen einer an der Oberfläche berstenden Blase vom Moor eingesaugt wurden. Jetzt hat er ihn ganz geschluckt, war die Reaktion der Umstehenden, deren Erschrecken rasch dem beruhigenden Gefühl wich, dass die Tragödie einen durchaus konsequenten Abschluss gefunden hatte. Der Moorgeist hatte sein Opfer restlos verspeist. »Holt ihn raus, holt mir meinen Mann«, schrie Jandrasitz Frau die Männer an, die mit offenen Mündern dastanden. Doch der Graf ließ keine unnützen Gedanken und ebenso zeitraubende wie riskante Eskapaden mehr zu. »Zurück«, befahl er kurz, zerrte an den Zügeln und trabte voran in die Richtung des Siedlungsgebiets. Franz Jandrasitz Frau kniete noch stundenlang im Gras und starrte auf die Stelle, an der ein Teil von ihr im Morast versunken war. Rund um sie trockneten Sonnenstrahlen die regennassen Halme. Die Vögel begannen lautstark ihr Tagwerk und ihre beiden Kinder, die nun nur noch die ihren waren, spielten vergnügt im Gras. »Leg noch zwei Scheit Holz in den Ofen, kleiner Fuchs. Weißt du, wenn jemand an Lebtag lang gefroren hat, genießt er die Wärme umso mehr. Und dann setz dich zu mir. Ich weiß doch, dass du gekommen bist, um noch mehr zu hören. Ja, so ist es gut. Es wärmt schon allein das Knacken des Holzes im Ofen zu hören.« Früher wurde er noch mit Torf geheizt, aber das ist lange her. Das war, als deine Vorfahren hier herauf ins Waldviertel gekommen sind. Die älteste Geschichte über deine fahrenden Ahnen stammt aus jener Zeit, mein kleiner Fuchs. Wie könnte es bei uns anders sein, handelt die Geschichte
von einer Reise, allerdings einer ganz besonderen Reise. Es begann schon damit, dass es nicht deine Verwandten waren, die sich für die Fahrt entschieden hatten. Es war auch nicht ihr armseliger, klappriger Karren, mit dem sie fuhren. Diesmal reisten sie mit einem mächtigen Wagen, einem Wagen, der keinen geringeren gehörte als den Habsburger Regenten und der von einem Kutscher gelenkt wurde, in dem blaues Blut floss. Der Name des Kutschers war Graf von Strasoldo. Die strengen Maßstäbe, die der Graf in puncto Anstand und Ordnung anlegte, und zwar an sich zumindest ebenso wie an die gesamte Welt, für dessen moralische Entwicklung er sich verantwortlich fühlte, diese Maßstäbe hatten ihm ein lästiges Leiden eingebracht. Es entlud sich des Öfteren durch Nervenzucken in seinem Gesicht, was der Graf mit Haltung über sich ergehen ließ. Das Entscheidende aber, das diese Fahrt so außergewöhnlich machte, habe ich dir noch nicht erzählt, mein kleiner Fuchs. Das Entscheidende war, diese Reise sollte die letzte deiner fahrenden Ahnen sein. Die letzte Reise von Menschen, deren ureigenste Lebensform seit Generationen immer nur das Reisen gewesen war. Es sollte die allerletzte Fahrt dieser jenischen sein. So wollte es der Graf, so wollte es die große österreichisch-ungarische Monarchie. Aber du weißt ja, mein kleiner schlauer Fuchs, Fahrende kann man nicht aufhalten, nicht auf Dauer. Ebenso wenig, wie man Wasser aufhalten kann. Es findet seinen Weg. Graf Strasoldo plante ein politisches Meisterstück. Er wollte zwei Ärgernisse mit einer einzigen Maßnahme loswerden. Zum einen suchte die Monarchie nach einer Lösung für das Zigeunerunwesen, wobei das Unwesen zumeist darin bestand, dass unsere reisenden Ahnen den eingesessenen Zünften allzu große Konkurrenz machten und sich die Bauern beschwerten, weil ihre dummen Händeln wie verhext hinter den Karren deiner Vorväter nachrannten und schließlich in deren Kochtöpfe stolperten. Die Obrigkeit und die fantasielosen, sesshaften Bürger nannten das den Diebstahl. Neben diesem Zigeunerunwesen jedenfalls hatte der Graf das Problem, Land zu besitzen, das wegen seiner Wildheit und Unzugänglichkeit keinen Gewinn abwarf. Also kombinierte der Graf. Er hatte unbrauchbares Land und unbrauchbares Volk. Was lag da näher, als unbrauchbares Land durch unbrauchbares Volk brauchbar zu machen? Und umgekehrt. Um seinen Willen durchzusetzen, wählte der Graf eine seiner billigsten Waffen. Als sich eine Gelegenheit bot, deinen Vorfahren straffälliges Verhalten vorzuwerfen, ließ er die Richter noch strenger vorgehen als sonst. So setzte es diesmal nicht wie gewohnt eine Geldstrafe oder die üblichen Wochen hinter Gitter. Diesmal war es Kerker, Einzelhaft. Ein ganzes Jahr lang Trennung von der Familie. So erreichte der Graf, was er erreichen wollte. Er hatte deinen Vorfahren die Angst tief bis in die letzten Winkel ihrer Seele gejagt. Diese Angst durchdrang sie so unerbittlich, dass sie deine Ahnen schließlich eintauschten, und zwar gegen einen Zustand, den der Graf, weil er es nicht besser wusste, Freiheit nannte. Innerhalb von 3 Jahren mussten deine Vorfahren Wälder roden, steinige Wiesen urbar machen, Sümpfe trockenlegen und danach, und das war das Schlimmste für sie, danach mussten sie Häuser errichten und sesshaft werden. Für immer. Kein Herumtreiberleben mehr, vorbei mit den Reisen und dem sittenlosen Dasein, wie der Graf es nannte. Diesmal kamen deine Verwandten nicht mit Haft davon. Diesmal war es sesshaft. 2, 3 und 4 Joch großer karger Grund wurde ihnen geboten, einzutauschen gegen endlose Freiheit und den Besitz von allem, was Gott je für sie hat wachsen und gedeihen lassen auf Erden. Das Einzige, mein kleiner Fuchs, was deine Vorfahren erhalten bleiben sollte, war der Hunger. Er sollte mit einziehen. In das kleine Häuschen,
das sie zu bauen hatten. Der Hunger, da waren sie sicher, würde bei ihnen bleiben als steter Begleiter. Denn der steinige Boden, das war bald gewiss, würde zu wenig abgeben, würde geizig sein beim Verteilen seiner Früchte. Zudem waren hier oben, im nördlichsten Zipfel des Waldviertels, die Sommer allzu kurz, die Winter hingegen hart und lang. Das war auch der Grund, warum sich dein Urahn eines Abends nach der Arbeit davonmachte und nicht wie die anderen Männer zu seiner Familie zurückkehrte, in die notdürftig errichtete Holzbaracke, wo alle Frauen und Kinder warteten, gleichsam lebendes Pfand des Grafen für die Rückkehr der Männer. Dein Vorfahre glitt unbemerkt vom schmalen Pfad ab, den er und die anderen Männer in den letzten Monaten geschlagen hatten, tauchte ein in den nach Sommer duftenden Jungwald und wollte nach einem Flecken Erde Ausschau halten, der satter war und üppiger als die vom Grafen zugeteilten Parzellen. Nach Stunden des Herumirrens im Wald beschloss er umzukehren. Er konnte sich nur noch am Schein des Mondes orientieren. Zudem schmerzte sein Magen, teils weil er beinahe leer war, teils wegen der Beeren und Schwammerln, die ihm Heißhunger blindlings verschlungen hatte und die nun in seiner Magengrube ihre Gaukeleien trieben. Die wilden Früchte des Waldes waren es wohl auch, die den Geist deines Urahns verrückt hatten. »Was irrst du hier herum?« fragte er sich und gab sich im Stillen die verzweifelte Antwort. Ich will doch nur einen Flecken finden, der windgeschützt ist und dessen Erde sich bereitwillig auftut, um zu nehmen und die sich auch wieder bereitwillig auftut, um zu geben. Kaum hatte er diese Hoffnung zu Ende gedacht, eröffnete sich vor ihm eine Lichtung. Der Wald zeichnete ihre traumhaften Umrisse und der Mond warf sein sanftes Licht auf üppiges Geflecht, auf Kräuter und auf eine Wiese mit sattem frischem Gras. Dein Urahn jauchzte vor Freude und rannte los. Er schrie »Danke, danke« und warf seine Hände zum Himmel. Nach wenigen Metern versank er im Moor. Als er aufgehört hatte zu schreien und das Moor begann, ihm die Luft zu rauben, vernahm er eine tiefe, ruhige Stimme. »Du hast mich gesucht und nun hast du mich gefunden«, sagte der Moorgeist zu ihm. »Du wolltest Erde, die nimmt und Erde, die gibt. Nun nehme ich. Und ich verspreche dir auch wieder zu geben. Ich werde deine Kinder und deine Frau wärmen und ihnen Nahrung sein.« Nach diesen Worten nahm der Moorgeist deinem Vorfahren die Angst und zog ihn zu sich. Schon am Tag darauf stellte sich heraus, dass der Moorgeist Wort gehalten hatte. Denn unweit der Stelle, an der dein Vorfahre vom Moor verschluckt worden war, ließ der Graf fortan Torf stechen. Torf, mit dem die Öfen der Siedlung befeuert wurden und dessen Ertrag dank des gräflichen Zubrots ausreichte, Frau und Kinder deines Urahns zu ernähren. Ich weiß, du kennst diese Geschichte schon, mein kleiner schlauer Fuchs. Unzählige Male habe ich sie dir erzählt, so wie die vielen anderen Geschichten auch. Aber du weißt, warum ich all das nun noch einmal wiederholen nicht mag. Du weißt, warum ich dir die alten Geschichten unserer Vorväter noch einmal hervorkram aus meinem Schädel. Freilich weißt du es, mein kleiner Schlauerfuchs. Es wird nicht mehr lange sein, dann werde ich diese Welt verlassen, um in eine andere zu gehen. Ich spüre schon, wie ich der Erde zuwachse, Tag für Tag ein Stückchen näher. Bald werde ich sie nähern, wie sie mich ein Leben lang genährt hat. Das ist der Lauf der Dinge. Du bist der Letzte und Jüngste unserer Sippe. Nur dir erzähle ich all die Geschichten und Weisheiten. Nur dir vertraue ich all mein Wissen an. Wir Sippe ist bei uns seit jeher vom Ältesten zum Jüngsten. Es ist ein jahrhundertealtes Wissen, ein Wissen, das von unseren Ahnen und Urahnen gesammelt wurde, und dass es zu hüten gilt wie einen sehr wertvollen Schatz. Und ich sehe in deinen Augen, dass dieser Schatz gut bei dir aufgehoben ist, ein kleiner Schlaufuchs.
Das letzte Mal hatte Frieda Angst in ihrem Leben, weil ihre Mutter sie nicht wie üblich in den Schlaf sah. Das konnte ihre Mutter nicht mehr, denn sie lag im Sterben. Lillis Körper war verfallen, aufgedunsen, von Beulen und Verrunkeln übersät, und das Geringste war, dass ihre Beine sie nicht mehr zu ihrer jüngsten Tochter tragen wollten. Da die Kleine nicht zu weinen aufhören konnte, ging ihr Vater zu ihr nach nebenan und entzündete ein Büschel Beerenfell, ließ es über Friedes Kopf kreisen. Drei rhythmische Kreise formte er nach rechts, drei rhythmische Kreise nach links, hin und her, ganz sanft. Er bewegte das Büschel knapp über dem Kopf der Kleinen. So konnte der weiche Rauch des glimmenden Beerenfells beim Einatmen in ihre Nase gleiten. Schließlich war es soweit. Die Angst schwebte aus der kleinen Frieda. Sie konnte es förmlich spüren, ja den Auszug der Angst beobachten. Von diesem Moment an kam die Angst nie wieder zurück zu Frieda, ihr ganzes Leben lang nicht. In diesen Minuten aber machte ihre Mutter Lilli auch die letzten Atemzüge. Und so gab es viele in der Sippe, die sich einig waren, dass in dem plötzlich und fortan unerschütterlichen Mädchen der starke Schutzgeist ihrer Mutter steckte. Ja, dass der Geist der Mutter im Augenblick ihres Todes wahrhaftig in die kleine Gefahr sei und dass er ja keine weite Reise gehabt habe, nur von einem Zimmer ins nächste. Frieda war die Jüngste im Haus. Neben ihren drei Schwestern, ihren beiden Brüdern und ihren Großeltern war es besonders ihr schweigsamer Vater, der sich um sie kümmerte. Einmal nahm er zärtlich eine lose Wimper von ihrer Wange und erzählte Frieda, dass sie nun einen Wunsch frei habe, der mit Sicherheit in Erfüllung gehen werde. Sie müsse nur die Wimper auf ihren Zeigefinger legen und sie mit einem festen Atemstoß davonblasen. Dieser Aberglaube gefiel Frieda so gut, dass sie nicht mehr aufhören wollte, nach losen Wimpern Ausschau zu halten. Weil lose Wimpern aber nun einmal nicht sehr häufig zu finden sind, und schon gar nicht welche von fünfjährigen Mädchen, griff ihr Vater zu einer kleinen Notlüge. Und in seine Nase. Dort fanden sich büschelweise Haare, die gut als Wimpern durchgingen. Nachdem er die Wurzel eines seiner Nasenhaare mit dem großen Küchenmesser abgehackt hatte, streichelte er der kleinen Frieda wie beiläufig über die Wange und dann freute er sich mit ihr. Da schau her, da ist ja eine Wimper. Jahre später, als Frieda längst von der liebevollen Gewohnheit ihres Vaters wusste und jener vom Wissen seiner Tochter, ließ Frieda es sich gerne gefallen, wenn der Vater ihr schmunzelnd über die Wange strich und ihr feierlich eines seiner Nasenhaare überreichte. Sie platzierte es dann, wie es sich gehörte, auf die Spitze ihres linken Zeigefingers, konzentrierte sich auf ihren Wunsch, kniff die Augen zusammen und blies ihre ganz persönliche, ganz besondere Wimper in die Welt. Frieda war stets der Mittelpunkt der Familie und das längst nicht mehr, weil sie die Jüngste war. Es schien, als würde sie in jeder Situation das Richtige tun, gleichgültig wie viel Wissen, Erfahrung oder Courage gefragt war. Schon mit 14 war sie, abgesehen vom Vater freilich, so etwas wie die Rädelsführerin und alle akzeptierten das anerkennend, weil sie darum keinerlei Aufhebens machte. Im Gegenteil, Frieda stellte stets die Interessen der anderen voran und hielt sich, soweit das möglich war, im Hintergrund. In einer Angelegenheit hielt sie sich sogar derartig zurück, dass sie ihre Schwestern und Brüder anfangs neckisch, später besorgt fragten, ob denn alles in Ordnung sei mit ihr. Diese Angelegenheit betraf Männer. Während andere Mädchen, wie es üblich war, schon mit 15 oder 16 fix vergeben waren, wollte Frieda auch noch keinen anrühren, als sie bereits 25 war. »Macht euch keine Sorgen«, beruhigte sie ihre Geschwister vergnügt, »ich habe einfach noch nicht den richtigen getroffen.
Irgendwann kommt er schon. Der Mann, der Wolf genug ist für mich. Und den schnapp ich mir dann. Anfangs war die Unantastbare oder die Heilige, wie die Burschen in der Gegend sie nannten, das begehrteste Mädchen weit und breit. Nicht eigens deshalb, weil sie eine zierliche Figur und ein hübsches Gesicht hatte. Auch nicht, weil ihr etwas verwildertes Äußeres auf die Männer anziehend wirkte. So besonders und außerordentlich interessant war Frieda, weil sie die seltenste und daher wertvollste Trophäe weit und breit war, die härteste Nuss, die es zu knacken galt. Doch alle, wirklich alle, bissen sich im Laufe der Jahre die Zähne an ihr aus. Einen besonders hartnäckigen, der partout nicht von ihr lassen wollte, schlug Frieda sogar zwei davon aus. Mit den Jahren bekamen die Männer schließlich Respekt vor ihr. Einige hatten sogar Angst. Frieda verschreckte sie mit ihrer allzu selbstständigen Art. Und irgendwann einmal, da hatte sie die 30 wohl schon überschritten, versiegte die Lust der Männer gänzlich. Frieda galt als unheilbarer Fall, als eiserne Jungfrau. Die Männerwelt hatte sie aufgegeben. Und überhaupt, wirklich taufrisch ist sie auch nicht mehr, trösteten sich nun die ehemals Abgewiesenen. Kurzum, die Motivation Frieda den Hof zu machen war dahin, die Sache schien erledigt. Bis sich Frieda eines Tages verliebte. Es war im 1. Mai und zum ersten Mal. Es war in einem der wenigen Sommer, in dem sie nicht im Frühjahr mit ihrer Sippe auf Reise ging. Diesmal war es an ihr, auf jene Kinder ihrer Geschwister aufzupassen, die noch zu klein für die anstrengende Reise waren, und auf die Großmutter, die schon zu schwach war. Außerdem musste Frieda das Haus hüten und die Handvoll Ziegen versorgen. In jenem heißen Sommer jedenfalls, der für Frieda ausnahmsweise nicht nach Landstraße und Lagerfeuer roch, sondern nach Kinderkot, Altweiberurin und Ziegenmilch. In jenem Sommer verliebte sie sich. Er hieß Lois und war 10 Jahre jünger als sie. Er war nicht allzu groß, trotz seines schlanken Körpers kräftig gebaut und hatte eine auffallend breite Stirn. Ein Mann, der neu in der Gegend war, der aus Gmünd stammte und der hierher zum Arbeiten im Steinbruch gekommen war. Er war der Richtige für sie und der Einzige, der in Frage kam. Er hatte all das, was alle anderen nicht gehabt hatten. Das Herz am richtigen Fleck. Das erkannte sie an seinem Gesicht. Verstand. Das erkannte sie an seinen Augen. Und Stolz sowie Erhabenheit, das erkannte sie an seinem Gang. Außerdem erkannte sie ihn wieder. Es war der Mann, der in ihren Träumen der ihre gewesen war, immer, immer wieder und immer schon. Diese Träume waren es auch gewesen, die sie so ruhig hatten warten lassen und die ihr Gewissheit gegeben hatten, dass der Tag kommen würde. Zum ersten Mal sah sie ihn beim Kreisler. Als sie das Geschäft betrat, kam er geradewegs auf sie zu. Kurz gaben ihre Beine nach und sie fürchtete, sich am Verkaufstisch anhalten zu müssen. Ihr war ruckartig so schwummrig, als hätte sie am Vortag zu viel Gebrannten getrunken, was hin und wieder schon vorkam. Um ihren Zukünftigen nicht noch länger wie irrsinnig anzugaffen, drehte sie sich unverrichteter Dinge um, schmiss die Glastür hinter sich zu, sodass die alte Scheibe im locker gewordenen Holzrahmen nur so schepperte und rannte davon. Die alte Verkäuferin und Lois sahen ihr wortlos nach. Als sie aus ihrem Blickwinkel verloren gegangen war, wandte sich Lois an die Verkäuferin und fragte, wer war denn das? Nachdem sich Frieda von ihrem Schrecken erfangen hatte, machte sie sich sofort daran, Lois für sich zu gewinnen. Schließlich hatte sie lange genug auf ihn gewartet. Nun, da er endlich aufgetaucht war, wollte sie keine Zeit verlieren. So seelenruhig und geduldig sie jahrelang auf ihn gewartet hatte, so eilig hatte sie es jetzt. Allerdings war Frieda nicht die Einzige, die es auf ihn abgesehen hatte.
was sie rasch herausfinden musste. Lois war erst ein paar Tage im Nachbarort in Langeck bei seinen Verwandten untergekommen und schon umschwirrten ihn die Mädchen wie Bienen den Bienenstock. Nicht wenige von ihnen hätten Friedas Töchter sein können. Es waren blutjunge Mädchen mit samtig weicher Haut, prallen Brüsten, sinnlich schwingenden Hüften. Und das Gefährlichste, sie waren zu allem bereit. Doch Frieda war die Königin unter ihnen, die einzige Unverwechselbare. Und das würde er doch hoffentlich erkennen, machte sie sich Mut. Um kein Risiko einzugehen, sicher ist sicher, beschloss Frieda all ihr Wissen, all ihre Erfahrung und, ja, auch all ihre Magie einzusetzen. Am nächsten Abend tat Frieda etwas, was alle Jäger in der Dämmerung tun. Sie legte sich in den Büschen auf die Pirsch vor Lois Haus. Als die Beute den Bau verließ, folgte sie in sicherem Abstand und musste so schließlich feststellen, dass sie eines der jungen Dinger zuvorgekommen war. Sie sah ihren Zukünftigen und das Mädchen arm in arm das Dorfwirtshaus betreten. Frieda dachte nicht eine Sekunde daran zu resignieren. Sie machte sich auch keine unnützen Gedanken, dass es peinlich sein könnte, den beiden zu folgen. Kurz nach ihnen betrat sie mit der Zurückhaltung eines Orkans die Wirtshausstube, ließ mit einer schnellen Hüftbewegung ihren bunten, knöchellangen Rock kreisen, schmiss ihr offenes, langes Haar zurück und bestellte, und da war sie mit Sicherheit die erste Frau im Ort, an der Schank einen Schnaps. Der Wirt zögerte, doch nur kurz, bis ihn Friedas scharfer Blick wortlos nicken ließ und zügig einschenken. Auch die umstehenden Männer riskierten keinen Kommentar. Nur vom entfernteren Ecktisch war leises Raunen zu hören, das allerdings abrupt verstummte, als Frieda ihren Blick dorthin warf. Als es mucksmäuschenstill in der Stube war, kippte Frieda den Obstler in einem Zug hinunter, knallte mit der flachen Hand zwei Münzen auf die Schank, drehte sich um und dann warf sie Lois einen Blick zu, der vor Sinnlichkeit triefte, der ebenso verführerisch war wie souverän, der alles sagte und doch nichts preisgab, der Lois Begleiterin blass werden ließ und der den anderen Männern peinlich war, weil sie noch niemals so ein Geschenk bekommen hatten. Frieda war zufrieden mit ihrem Auftritt. Das ließ sie lächeln, entspannte ihr Gesicht und machte es für alle erkennbar um luftig sonnige Wolkenberger hübscher als jenes von Lois versteinerter Begleiterin. Im Vorbeigehen schmiss Frieda dann noch unbemerkt eine kleine Handvoll Stechapfelsamen unter den Tisch, an dem Lois und das Mädchen saßen. Sanft schloss sie die Tür hinter sich. Durchs Fenster beobachtete Frieda, was sie angerichtet hatte. An allen Tischen wurde heftig gestikuliert, wurden die Köpfe zusammengesteckt, zerrissen sich die Männer ihre Mäuler. An einem Tisch aber wurde gestritten. Ein blutjunges Mädchen, Tränen überströmt, schrie einen jungen Mann an, der daraufhin eine abfällige Handbewegung machte und seinen Sessel von ihr abwandte. Unter dem Tisch der beiden lagen Stechapfelsamen. Am nächsten Morgen fand Frieda vor ihrer Haustür einen abgerissenen Teil braunen Packpapiers. Darauf lag zum Beschweren ein Kieselstein. Frieda griff nach dem Zettel. Zügig geschriebene Blockbuchstaben gaben Nachricht. Bis morgen beim Teichfest. Frieda rannte ins Haus zurück, jauchzte und küsste ihre Großmutter auf die Wange. Noch mehr aber als darüber, dass ihr Werben die gewünschte Reaktion hervorgerufen hatte, freute sie sich, dass sie ihren Mann richtig erkannt hatte. Er war tatsächlich der Wolf, den sie in ihm gesehen hatte. Das stand nun fest. Nicht nur, dass Lois so frech und souverän gewesen war, keinen Absender auf die Nachricht zu schreiben. Er bat sie auch nicht mit höflichen Schnörkeln zum Fest. Er
bestellte sie dorthin. Er war ein Leitwolf. Und diesen Wolf würde sie nun zu ihrem machen. Gestern im Wirtshaus hatte sie mit Raffinesse die Falle ausgelegt. Nun ging der Wolf wie geplant geradewegs auf sie zu. Jetzt galt es, keinen Fehler zu machen. Wichtig war nur, ja nicht leichtsinnig zu werden. Jetzt musste er in die Enge getrieben werden, bis er nicht mehr anders konnte, als in die Falle zu tappen, bis er gar keine andere Wahl mehr hatte, als sie unsterblich zu begehren. Lass uns Liebeskekse backen, sagte Frieda zur Großmutter, und diese kicherte schelmisch, da auch sie in ihrer Jugend das alte Rezept angewandt hatte, um den Iren vor lauter Begierde an den Rand des Wahnsinns zu treiben. Wie das Rezept es vorschrieb, goss sich Frieda einen Schöpflöffel Flusswasser, das zuvor mit einem rohen Ei vermischt worden war, über ihre nackte Brust. Das beim Bauchnabel wieder aufgefangene Wasser träufelte sie behutsam auf die Kekse. Ihre Großmutter gluckste dazu vor lauter Freude über ihre Mittäterschaft. Beim Fest am nächsten Tag sprach Lois sie an. Sie tanzten, flirteten, rochen aneinander und als Lois sie spät abends bis vor die Haustür begleitete, widerstand sie dem Drang, ihn zu küssen. Wenn ein Fisch nach dem Köder beißt, reiß nicht zu schnell an der Angel, hatte Friedas Vater sie oft gemahnt. Du musst den entscheidenden, etwas späteren Augenblick abwarten, bis er sich wirklich festgebissen hat und nicht mehr loslassen kann. Dann hast du leichtes Spiel. Als Lois nach ihren Hüften griff und Frieda an sich zog, hielt sie ihn sanft von sich. Wir sehen uns morgen, flüsterte sie und steckte ihm den letzten Keks in den Mund. So viel zur Fuchserde. Wer noch Lust hat, kann noch 10 Minuten dranbleiben. Ich stelle euch meinen dieser Tage erscheinenden Roman Die Erfindung der Welt vor und lese einfach ganz kurz, maximal 10 Minuten daraus. Das Leben ist ein fremder Ort, weit aus der Zeit, bis es dich unversehens packt, mitreißt und in eine Gegenwärtigkeit schießt, die dein Innerstes nach außen kehrt, dein Herz rasen lässt, dich an Neuland schwemmt. An Neuland wie eine Lurch? Oh ja, wie einen Lurch. Einen, der japsend froschig erwacht und um sich blickt und staunt, als wäre es sein erster Tag und der die neue Welt vor lauter Glück gar nicht glauben kann. So blödelten wir. Doch das war später, als wir einander schon besser kannten. Zuvor steckten wir noch in einer anderen Atmosphäre fest. Lief es noch so. Ein Froschmännchen denkt 64 Mal am Tag an Sex. Ein Froschweibchen einmal öfter. Wie beiläufig sagte er das so dahin, als hätte er zufällig einmal mitgezählt. Ich beließ den Blick auf dem Spiegel des Teichs, umschlang meine zur Brust gezogenen Knie und überlegte einen Konter. Der Mensch, sagte ich und sah ihn an, ist die einzige Tierart, die so tut, als dächte sie überhaupt nicht daran. Ein Menschenweibchen trifft auf ein Menschenmännchen, denkt an Sinnlichkeit und beginnt in der Sekunde danach ein Gespräch übers Wetter. Oder ein Menschenmännchen trifft auf ein Menschenweibchen und erzählt irgendwelche Fantasiegeschichten über Frösche. Die Parade saß. Er blickte mich stutzig an, machte »Hm« und schwang sich auf die Beine. Lange saß ich allein. Über mir stand der zunehmende Halbmond und wunderte sich kein bisschen. An jenem Abend war ich seit etwa 2 Wochen in der Gegend
Seit 2 Wochen auf Recherche für einen Roman, von dem ich noch nicht wusste, ob ich ihn schreiben würde. Begonnen hatte es mit diesem Brief. Sehr geschätzte Alisa Berg, erlauben Sie, dass ich sofort zu meinem Anliegen komme. Mein Wunsch ist, Sie mögen in meinem Auftrag, doch in völliger literarischer Freiheit, einen Roman schreiben. 2 Bitten erlaube ich mir zu äußern. Der Roman soll das Leben zum Thema haben. Ist das nicht ohnehin das Größtmögliche, das sich eine Schriftstellerin vornehmen kann, liebe Alisa Berg? Und ist es nicht auch so, dass Literatur geradezu die Pflicht hat, aufs Ganze und gegen jede Vernunft immer nur aufs Ganze zu gehen? Die höchsten Gipfel, die hellsten Himmel, das Leben, seine Geheimnisse, die offenkundigen und die verborgenen. Ich kenne und liebe Ihren Roman Silatura, daher bin ich gewiss, dass Sie, geschätzte Alisa Berg, mehr als nur ausreichend Verstand und Gefühl mitbringen für dieses Vorhaben und darüber hinaus etwas Entscheidendes, einen frischen, unvoreingenommenen Blick. Beiliegend finden Sie eine Landkarte und damit komme ich zu meiner 2. Bitte. Mein Wunsch ist, dass Sie dem Leben exemplarisch anhand der auf dieser Karte markierten Region und aller ihrer Bewohner beschreiben. Dass Sie dem Leben hinter die Kulissen blicken, es erforschen, gleichsam mit Mikroskop und Teleskop, es mit unbestechlichen Augen wie neu entdecken und damit womöglich erstmals wahrhaftig. Sehr geschätzte Alisa Berg, Geld spielt in dieser wichtigen Sache keine Rolle. Es wäre mir eine Ehre, die Sie mir hoffentlich gewähren, mich gebührend für Ihre Arbeit zu bedanken. Vorerst habe ich mir erlaubt, einen 5-stelligen Geldbetrag auf Ihr Konto zu überweisen. Sie alleine entscheiden, ob es sich dabei um eine erste Anzahlung handelt oder, sollten Sie zu meinem Bedauern kein Interesse für dieses Romanprojekt hegen, um ein Geschenk, eine symbolische Wertschätzung Ihres bisherigen literarischen Werkes. Zuletzt verzeihen Sie bitte, dass ich meinen Namen nicht nenne. Er spielt keine Rolle. Nie spielen Namen eine Rolle. Nur das Werk zählt, nur das Leben. Doch das, liebe Alisa Berg, wissen Sie wohl besser als jede andere. Hochachtungsvoll, G. Zuerst reagierte mein Körper. Ein Schauer strich über meinen Nacken, meine Arme. Ich duckte mich. Dieser Brief war ein Überfall, eine Grenzübertretung und eine verführerische Möglichkeit. Der Mensch mag aus 1000 widersprüchlichen Teilchen bestehen. Mein Draufgängerisches war drauf und dran, die Sache im Alleingang für mich zu entscheiden. Spring! Zögere nicht! Nimm die Einladung an! Ohne Geld, Sorgen und Zeitdruck tun, was du ohnehin tun willst. Dem Leben ins Innerste schauen, es dir schreibend unter die Haut jagen. Spring! Dann reagierte mein Verstand. Das Ganze ist ein Scherz. Irgendein Schriftstellerkollege versucht, dich zum Narren zu halten. Ich stieg ins Online-Banking ein. Der Kontostand betrug 20.715,12 nach dem Eingang von 20.000. Jemand hatte mir einfach so 20.000 überwiesen. Wie ich mich freute, wie es mich erleichterte und welchen Schauer es mir versetzte. Wer war dieser Mensch? So viel zum ganz aktuellen Roman Die Erfindung der Welt dieser Tage, neu im Buchhandel. Ich wünsche euch in jedem Fall viel Vergnügen beim Lesen von Literatur. Lasst uns das Leben leben. Alles Liebe, liebe Grüße und hoffentlich bis bald einmal live.